Ja, Leute, herzlich willkommen zurück zu Max Payne 2. Tja, wie wir gesehen haben. Fast. Oder? Doch, sollte passen. Wie wir gesehen haben, ist Charakterwechsel nichts Neues. Das hatten wir schon damals bei Max Payne 2. Hardware hierher schleppen, weil das Choir-Gebäude nicht mehr lange existiert. Aber was sollen wir mit den Leichen tun? Die lösen sich ja nicht plötzlich in Luft auf, wenn das Ding in die Luft fliegt. Das wird eine verdammte Sauerei. Der Boss kümmert sich drum. Da vertraue ich seinem kranken, bösen Hirn. Spielen wir also diese Mona anscheinend, ne? Ich glaube, ich mache mit denen da oben noch nicht unbedingt Theater. Wobei, ich könnte ja mit der. Mit dem Scharfschützen, der wir eigentlich locker Theater machen, ne? Das so schlau war? Er weiß das schon so genau. Da geht's offenbar lang. Hier ist vielleicht was. Ich möchte ganz gerne mal wissen, wie ich den Schlag auslösen kann. Also muss ich ja hier Munition verbraten. Ja, und da hätte ich normalerweise Scharfschützenaktion drauf. Da ist also nichts drin in dem Karton. Okay. Verpumpen hier einfach mal ein bisschen Munition, einfach weil es Spaß macht. Da geht's hoch. Okay, was ist da drüben? Also One-Way-Ticket. Ja gut. So geht's dort weiter. Bist du jetzt hin oder? Er ist hin. Okay, da ist eine Tür und da geht es dann nach oben. Ah, nicht so richtig. Okay. Nicht raus. Das ist schräg. Was müssen wir hier wieder machen? Durch die Tür gehen wahrscheinlich. Da kann man auch mal so beigehen, ne?
Ist das eventuell unser Flüchtling von eben hier? Könnte sein, ne? Da ist... Noch Fragen? Ich geh nicht mehr mit mir an. Ja, dann geht's wohl hier weiter. Holy shit. Ach nö. Soll ich den ganzen Müll nochmal laufen, ja? Ich sowas hasse. Haben wir hier rüber vielleicht abkürzen? Ich glaube nicht. Aber die Idee ist irgendwie interessant, ne? Naja, komm, das wird nix. Ich hab den Eindruck, die läuft schneller wie Männer, aber Frauen laufen immer schneller wie Kerle, ne? Schön umgesetzt. Dalli, Steiner. Du bist wow. Selbst? So habe ich mir das gedacht. Ich habe nämlich die Tonne gerade gesehen. Wieso stockert das jetzt gerade kurz? Will der mich verarschen? Ja. Eigentlich wollte ich sagen, dass da drüben wahrscheinlich Painkiller drin sind in dem Orangenen da. Und hatte die Tonne entdeckt und dann ging das schon los mit ihm, ne? What? Wo? Hier bisher ganz gut durch, ne? Habe ich so gut wie gar nicht getroffen. Das macht Laune. Ja, du wartest nur auf mich, ne? Ja, doch. Feierabend, wie das duftet. Guten Tag. Wozu kann man hier so außen rumlaufen? Was hat es damit wieder auf sich? Diesmal tatsächlich gar nichts. Fahrstuhl, okay. Den müssen wir wohl auch nutzen. Von dort kamen wir her. Der hat eben tatsächlich gepackt, ne? Pustet sich einer in die Seele aus dem Leib. Naja. Okay. Gib mir deinen
das also auch so cool wie Max, ja. Mit Drehen und so. Ja, dann. Das lief ja schön. Richtig fette Party, ja. Painkiller. Oh, so viel kann ich gar nicht mitnehmen. Spiel wohl gerade echt sehr, sehr gut. Nehme ich mal an. Feigling! Was zur Hölle? Da war noch einer. Gib mir den! Wow. Geht die Post ab, ja. Nicht schlecht. Das macht Laune, ja. Gottes Willen. Das ist sogar noch einer. Verdammt! Dafür haben wir eine Sniper, ne? Sniper jeden Tag, Sniper, so viel ich mag. Hier hätte man sich ein bisschen verschanzen können. Hoffe ich aber nicht. Ich hätte hier wohl jemanden in die Luft jagen können, theoretisch. Boah. Denn. So, geht's wahrscheinlich hier oben weiter. Ja, so sieht's wohl aus, ne? Hab dich gesehen, Junge. Ja, Kumpel, hab ich gemacht, hast du gesehen, ne? Hab auf dich geschossen, wie du es mir befohlen hast. Ja, verstecken ist sinnlos, er sagt es, ne? Das hatten wir schon mal, das Thema. Mit dem Verstecken. Das war lustig. Ja, so ein bisschen umgucken hier.
Aber hier gibt es wohl nichts großartig weiter. Von hier aus sieht das aber ganz anders aus. Geschossen. Oh, jetzt verhau ich die ganzen Painkiller dann doch noch. Aber dafür sind sie ja da, ne? Das eine geht halt besser, das andere geht halt schlechter. Tja, und nun? Manchmal, Mona, muss man ganz runter, um wieder hochzukommen. Ja. Aha, na dann. Mona, ich weiß, das klingt verrückt, aber du musst die Bullen rufen. Sie müssen herkommen. Es stimmt, du bist verrückt. Ich bin gerade aus der Haft geflohen. Ich würde nicht fragen, wenn... Fahr zur Hölle, Max. Bastard. Meldung? Ja dann, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Max Payne 2. Bis dahin, macht's gut.